So, und da sind wir wieder bei Splatoon 3. Und wie im vorherigen Video schon gesehen, es ist ein neues Splatfest angesagt. Nämlich, was gibt es wirklich? Nessie, Aliens oder Bigfoot? Na, die große Überraschung. Für welches Team werden wir wohl, oder für welches Team wird wohl Kip Supernova eintreten? Natürlich nur für die Aliens. Eine grüne Farbe wäre mir jetzt lieber gewesen, aber das Violett, das ist auch ganz sympathisch vom 1. bis zum 3. April. Findet das Splatfest statt. Und natürlich holen wir uns auch gleich das Shirt ab. Ach nee, das geht ja hier gar nicht, gell? Nee, ich bin immer so ein bisschen irritiert. Ich denke immer, an diesem Stand kriegt man auch gleich das Shirt. Nein, wir müssen ja. Nee, jetzt habe ich mich verklickt. Achtung. Ach so, ja, hier sind die ganzen Informationen über das Splatfest hinterlegt. Also sozusagen die Gebrauchsanweisung. Früher war die ja immer auf Papier gedruckt. Ja, in der Gamebox und heute. Naja, egal. So, passen wir gleich unsere Kleidung an. Das heißt, ich passe meine Kleidung an. Warum spricht man eigentlich beim Gaming immer von der Mehrzahl? Komisch. So, und da ist das Plätt-Shirt schon mit einem schönen violetten Alien. Für die Alien-Fans oder ja. Experten unter uns. Es ist ein Grey Alien. Das sogenannte Grey Alien. So, aber wir haben auch etwas bestellt und wir holen uns die Bestellung bei Sit Up. Krass, du bist so spritzig. Da kriege ich fast Angst. Coole Angst, aber. Damit bist du so ziemlich eine offizielle Legende, oder? Jedenfalls siehst du so aus. Ich mache hier auf jeden Fall weiter mein Ding. Also melde dich ruhig, falls du noch in höheres Sphäre das Spritzigkeit willst. Schau bei Amal in die Ausrüstung vorbei von anderen Leutchen. Das haben wir schon gemacht. Wir können nämlich ja Sachen von anderen Leuten bestellen, die man nicht im Shop kriegt. Dann Sid bietet uns noch an, also das ist auch eine Info für euch, dass man auch das Splatfest-Shirt irgendwie noch irgendwas tricksen kann. Und ja, was ich davon habe, ja, also wirf dir das Splatfest überkämpf, so viel du kannst und bring. Ein Timing, ja. Aber wir wollen unsere Bestellung abholen. Aber also hier, das hier habe ich für dich ergattern können. Nicht genau das, was du wolltest, aber so ziemlich jawohl. Und da ist die Gasmaske und natürlich kaufen wir die. Danke, Champ. Okay, bis neulich. Wir kaufen die und wir legen sie natürlich sofort an. Ja, Aliens existieren. Ah, hier sind schon ein paar Alien-Leute. Aber jetzt so auf den ersten Blick, was diese Infoschilder angeht. Sind schon die meisten oder sind schon viele im Team Nessie? Meiner Meinung nach ist ja Nessie ein Brontosaurier, ja. Aber gut. Wir wollen endlich die Gasmaske anlegen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Gummistiefel. Dann wäre Kip perfekt. Aber man kann nicht alles haben. Gummistiefel gibt es zurzeit nicht. Ich glaube, da muss man für die Berg GmbH beim Salmon ran mitmachen. Aber das machen wir in einem gesonderten Video. Jetzt gehen wir erstmal wieder rein. Drei, vielleicht vier knackige Runden. Das klassische Splatoon. Und der erste Kampf geht los für heute. Salmon ran, da machen wir dann. Das machen wir sowieso separat. Also da werde ich auf jeden Fall Videos dazu machen, wenn dann endlich mal wieder Salmon Run gespielt wird. Splatgeek nennt sich da einer. Ah, oh, und die Manta Maria ist endlich. Die war ja im Update mit drin. Also diese Map ist eigentlich nichts Neues. Aber sie war ja in Splatoon 3 nicht von Anfang an hier. Aber jetzt ist es. Wir splatten hier fröhlich mit Pfefferminz, grünem Pfefferminz. Und gucken also erstmal die Ultiwaffe aufladen. Die ein Ha oh, verdrückt. Ich bin so gewohnt, sofort auf die Ultiwaffe zu aktivieren. Und einzusetzen. Naja, egal. Erstmal weggesplattet. Jawohl. Hanalu. Ja, Nanu. So. Erstmal die Basis ein bisschen einfärben. Wie gesagt, das ist meine Empfehlung für euch. Mit dem Einfärben wirklich nicht sparen, weil jeder Quadratzentimeter, wo eingefärbt ist, gibt Punkte.
Und die Punkte behaltet ihr auf jeden Fall auf eurem Splat-Konto, auch wenn ihr oder auch wenn das Spiel verloren wird oder die Runde verloren wird, habt ihr doch die Punkte und die Punkte werden dann auch schließlich Münzen und das ist Geld und damit können wir uns dann schöne Sachen kaufen. So, wir sind schon über die Hälfte. Ich habe gedacht, ich erwische vielleicht einer. Ja, ich werde hier abgesplattet. Ja, zack. Von einem Trommelschwabber. Aha. So, springen wir gleich mal ein bisschen vor, um ein bisschen Zeit zu sparen. Also auch die Empfehlung zu springen, weil das spart Zeit. Oder hat jemand einen Blubberer? Die sind immer ziemlich fies. Diese Blubber-Schwabber. Schwabber-Blubber. Ja, wie gesagt, bei Splatoon gibt es ja Waffen, die besser zum Einfärben geeignet sind, so wie unsere Airbrush hier jetzt. Und es gibt dann auch Waffen, die sind eher zum Killen geeignet. So, die letzte Minute läuft. Und wir arbeiten uns zügig vor und sind schon wieder weggesplattet. Ob ich die 1000 noch schaffe? Das ist immer so ein bisschen mein persönliches Ehrgeizziel, immer, also wenn möglich, 1000 Punkte zu schaffen. Aber wie so oft ist beim Springen, im Gemini, das Gemini-Projekt, man springt meistens. Oh, was war denn das? Das Beiboot daneben. Oh, und das hier ist auch neu. Cool. Dieses Rettungsboot da, das war ja auch eingefärbt. Kann man das auch einfärben? Das war bei Splatoon 2 zum Beispiel auch nicht bei der Manta Maria. Das muss ich mir mal dann irgendwann genauer angucken. So, den nehmen wir noch mit. Aber wir sind in den letzten 10 Sekunden. Ja, die Zeit läuft, 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 läuft. Ja, bitte, bitte, bitte. Und das war's. Runde 1 in diesem Video als die Runde 1 in der ersten Folge der Gasmaskenstaffel und wir nehmen den Win. Jawohl. Und hier posieren wir. Jawohl. Danke, danke, danke. Zack. Sehr gut. Die erste Runde geht an Team Gasmaske. Nee, es war bloß ein Scherz. Das erste Spiel in der Gasmasken. Der Gasmaskenstaffel. Ja, sehr schön. Und natürlich. Oh, ich will das andere Emote vielleicht. Oh, Frostbeule, heiße Luft. Ah, mein Wunsch-Lieblings-Emote ist immer noch nicht da, aber das hier, das ist ziemlich cool. Das hätte ich gern. Diese Emote sieht man natürlich nur, wenn man gewinnt. Also, wenn man beim nächsten Spiel jetzt auch gewinnen, dann sieht man diese neue Pose. Weil es ist ja seit neuestem so, dass nur das Gewinnerteam ein Foto kriegt. Man sieht nicht mehr, wie sich das Verliererteam also immer sein eigenes Team, sondern man sieht dann immer das Gewinnerteam. Ja. Ja, das ist eine Neuerung. Ja, das kann man machen. Aber jetzt, ja, ich finde es halt sehr ziemlich frustrierend, wenn man dann immer nur die Gegner sieht und nie sich selber. Macht auf der anderen Seite ja auch irgendwie Sinn, weil wenn man im Fernsehen bei der Fußball-WM oder bei der Olympiade oder was auch immer, da zeigt man ja auch die Gewinner und nicht die Verlierer. Aber ja, egal. So, Runde 2 in diesem Video und Runde 2 als neue Gasmaske. und mit einem wunderschönen Blau. Jawohl, genau so muss es sein. So, ich will meinen Highhammer natürlich geschickt einsetzen, aber da war niemand. Übrigens, der Highhammer ist... nicht runterfallen. Der Highhammer, das ist so eine Ulti-Waffe, mit der man auch enorm viel einfärben kann, auch wenn man nicht jemanden einen Gegner wegsplatten kann. Und da rennen wir natürlich voll rein in den Wandschwabber, das ist ja klar. So, aber vielleicht die Base hier noch ein bisschen einfärben, das bringt auch Punkte. Ah, und aller Spawnpunkt. Spawnplatz. Ist auch wurscht. Ist egal. Hauptsache, es läuft. So, und mitten rein mit dem Highhammer. Aber da war niemand. Aber ich habe das Gefühl, wir sind gleich weg vom Fenster. Pang.
Da war es schon. Da war es schon, Hine. Und Flinty hat uns mit der Flinte weggeflintet. So, ich glaube, vom Punktestand ist es immer noch recht ausgeglichen. Es ist noch alles drin. Sowohl für Team Blau wie auch für Team Gelb. Aber Gemini hat es irgendwie auf uns abgesehen. Und jetzt wendet sie, glaube ich, fast das Blatt, weil die Gelb wird irgendwie jetzt immer mehr. Ah, da ist natürlich die Klecksbombe ist natürlich eigentlich ein bisschen für einen Eimer bei dieser Waffe. So, Gemini haben wir erledigt, aber da sind halt immer noch andere Gegner und unser Team ist schon in Gefahr und das Blatt wendet sich. Die letzte Minute läuft. Aber springen will ich jetzt nicht riskieren, weil so, wenn es so ist, dann springt man meistens in den Tod. Also man springt und wird schon weggesplattet. Das ist etwas, was ich nicht leiden kann, wenn Leute vorm Spawnpunkt schon warten und drauf warten, bis man spawnt und dann einen wegsplatten. Deswegen mache ich das auch immer. Oder versuche es so weit, wie es geht. Weil, das ist ein Spiel, da will man sich einfach nicht schenken. Vor allem nicht dem Gegner, weil der geht, schenkt einem ja auch nichts. Oh je, sieht nicht gut aus. Die letzten 10 Sekunden laufen gleich. Und, ich sehe fast kein Blau mehr, sondern nur noch Gelb. Das ist so ein Orange-Gelb, oder? So ein komischer Gelbton. Egal, das war's. Und wir gucken aufs Endergebnis. Oh, Jemine. Oh, 62, 29. Ja, aber ein verdienter Sieg. Julien, nicht Julien, sondern Julien heißt er. Wo da mit seinem Wandschwab oder was das sich da so posiert. Ja, 1:1 von 3, vielleicht 4 Runden, vielleicht spielen wir noch eine Zusatzrunde. Ich weiß nicht. Diese Runde verloren. Schade. Aber immerhin Team Gasmaske und relativ viele Splatpunkte. Wieder ergattert. Und jeder einzelne Punkt ist ja eine Goldmünze. Darf man auch nicht vergessen. So, Runde 3. Da sind wir dieselben Leute, okay. Aber die Farben, die sind ja. Ey. Was ist denn das für ein Grünton? Ist das wieder dieser komische Pfefferminzgrünton? Das übrigens, Leute, das ist auch möglich, dass man beim Spawn, beim Rausspringen, direkt schon in den Tod springen kann, wenn man über der Map rausspringt. Das ist mir einmal passiert. Also passt beim Springen auf, ne? Das kann leicht ins Auge gehen. So, jetzt heißt es färben. Und den Haihammer natürlich so einsetzen, dass er sich auch rentiert. Oh nee, habe ich jetzt nicht erwischt. Der Haihammer ist geplatzt und ich bin runtergefallen dabei. Na toll. So. Nee. Das ist, wenn man halt auf der Map weiterkommen will und muss dann über dieses Gitter. Und weil auf dem Gitter kann man halt nicht schwimmen, da glitscht man dann durch die Gitterstäbe gerade durch. Das ist natürlich dann nicht so prickelnd, ne? Und Flinty hat es anscheinend auf uns abgesehen. So, und da regnet es schon wieder. Besten Regenschirm aufspannen. Oh, aber von unserem Team hat auch jemand den Tintenregen. Wunderbar. Ich mag ja Ultis, wo man so richtig splatten kann. Also wo so richtig viel Tinte auch zum Einsatz kommt. Wenn es so richtig ordentlich platscht und es platscht. Ah, das ist ein Fest, ja. Und es ist einfach, ich hatte bei Splatoon schon viele Momente, wo ich mich so richtig aufgeregt habe, wo ich richtig böse wurde, weil man einfach nicht zum Zuge kam, weil man ständig weggesplattet wird. Aber das coole Outfit, die coolen Accessoires, jetzt Gasmaske oder mit Gummistiefel oder auch Sandalen oder Barfuß oder dann die coolen Waffen, dann das Gesplattet, das ist eben, das tröstet über vieles hinweg, auch wenn man jetzt zum Beispiel keine Tinte mehr hat. So, ich springe sofort, weil es ist keine Zeit mehr. Es ist schon noch Zeit, aber
Es sieht ziemlich gut für uns aus. Es sieht ziemlich gut für uns aus. Es könnte sich noch ein Sieg jetzt abzeichnen. So, Flinty haben wir erledigt. Hoffentlich. Ja, das ganze Orange hier muss weg. So, ja gut, den Highhammer, der war jetzt ein bisschen blöd platziert. Wie gesagt, wenn ich... Da ist noch jemand, aber wir sind... Oder ich bin weg. Ah, es sieht noch... Das ist eine Vernahme. Mr. Auch sprechbar. Oh je, Ultrastempel. Erwischen wir den? Oh, diese... Wir haben die jetzt so schnell geschafft. Toll. Schade. Den Highhammer im letzten Moment noch aktiviert, aber es war schon zu spät und es sieht nicht gut aus. Oh no. Auch die dritte Runde geht verloren. 2 zu 1. Ah, Mr. Also der zweite von links oder die zweite von links, diese Pose, die hätte ich noch gerne. Das ist nämlich eine richtige Kipp-Pose. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine Zusatzrunde. Weil das kann ich jetzt einfach nicht auf mir sitzen lassen. Nur ein Sieg von 3 Spielen. Nee. Also ich will unbedingt meine neue Pose noch sehen und ausprobieren. Weil. So, und der Kampf beginnt. Und jetzt mal ein bisschen angewärmt hier, ja? Zusatzrunde. Und Flinty und Gemini sind immerhin jetzt in meinem Team mit drin. Das sind die, wo mich am meisten weggesplattet haben. Da muss doch jetzt was drin sein. Ah, jetzt sind wir auf der Manta Maria. Wunderschön. Sehr schön. Und los geht's. Und ein wunderschönes Grün. Grün mag ich ja sehr. Neben Blau als Splatfarbe und Gelb. Gelb finde ich auch ganz toll. Rot ist jetzt nicht so mein Fall. Oder so Rottöne. Das ist jetzt so ein bisschen, oder so ja, nicht Sepia-Töne, wie nennt man das? Ja, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, wie ich es meine. Egal. Grün. Giftgrün oder grüner Schleim, grüner Alienschleim, ja. So, wir haben ja das hier wieder. Das ist nämlich neu. Das war auf der Manta Maria von Splatoon 2 nicht. Da versteckt sich doch jemand. Aber, ah, toll. Kurz bevor man den Highhammer aktivieren kann, wird man natürlich ganz, ganz, ganz fies und feige von der Seite mit so einem komischen Hydranten-Ding beseitigt. Ich glaube, um den kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen. Hui. Na, toll. Wofür ist es da, dass man, wenn man nicht rüberspringen kann? Toll. den kümmern wir mal. Aber dann muss man in diese Richtung und dann so. Hup. Na komm. So, und dann da. Und dann muss man da hoch und den. Das ist so. So, ah, das trifft sich gut. Ah. Wenn ich oben geblieben wäre, dann hätte der Highhammer dich jetzt voll erwischt. Ja? So, Mantus. Scheitengleister. Wieder Hydrant. Melinski. Ja. Und das Beiboot hätte ich jetzt mal gerne. Egal. Keine Zeit für Spielereien. Wir müssen spielen. Wir müssen ein Spiel gewinnen. Ich will jetzt dieses Spiel gewinnen. Ich will jetzt diese Runde gewinnen. Dass ich meine neue Pose ausprobieren kann. Ja, toll. Dass ich meine neue Pose ausprobieren kann. Ah, noch sieht es eigentlich recht passabel aus. Aber wir sind schon wieder in Gefahr. Ich glaube, Gefahr. Und er springt hier in den Tod rein. Toll. Durch den Highhammer auch noch. Super. Vielen Dank. Highhammer ist eigentlich unser Job hier. Gefahr, glaube ich, droht immer dann, wenn mehr wie 50%. Wenn der Gegner mehr wie 50% erreicht hat. Irgendwie so. Diese Klecksbomben von dieser Waffe, die bringen, die taugen halt gar nichts. Das ist in die Luft gespuckt und durchgesprungen. Oh, was meinst du das? Shooter! Nee, wir springen. Ah! Also, wer macht so eine fiese Waffe? Wer baut ein Schiff so, dass man bei so einem Übergang mal ins Wasser fällt? Das ist ja. Toll!
So. Klutsch. Ich glaube, das holen wir nicht mehr ein. Das holen wir nicht mehr ein. Das wird zu knapp. Da. Der hat's auf mich abgesehen. Oder die. Oder wie. Oder was. So. Endergebnis. Oh, und auch noch die klassischen Splatoon-Farben. Ach, nee. Oh, no. Obwohl wir doch Gemini und... Wie ist der andere nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach, Flinty im Team hatten. Naja. Egal. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Und das ist ja das Wichtigste, dass wir Spaß haben. So, raus aus dem Spiel. Bitte warten. Ja, jetzt muss gespeichert werden. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf den Platz raus. Ja. Na? Ja. So. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos mit meiner Gasmaske und sage zu euch schon mal, das war's für heute. Ich hoffe, ich sehe euch beim Splatfest. Ja, ich werde nicht am 1. April direkt schon anfangen können, sondern erst am Sonntag. Also der 1. April ist ein Samstag, wir werden am Sonntag erst spielen, weil am 1. April bin ich leider verhindert. Werde aber trotzdem mein Bestes geben für Team Alien. Das war's, macht's gut, habt Spaß, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Gib Supernova over and out. Ja, und das passt. Verbindung zum Netzwerk wurde unterbrochen. Tschüss.